Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kein Mensch ist Digital Box von PTK. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kein Mensch ist digital von PTK. Das Ganze am vergangenen Freitag, den 14. Juni, erschienen. Wir haben hier eine recht kleine, flache Box in schwarz gehalten. Hier auf der Oberseite lesen wir, hört mehr PTK, darunter Kein Mensch ist digital. Und das Ganze ist von der Optik her wie so eine Sprühschablone gehalten, die hier mit Rot und anderen Farben schon benutzt wurde. Auf den Seiten ist das in Schwarz gehalten, so Hochglanzoptik. Und hier lesen wir nochmal den Titel der EP, Kein Mensch ist digital. Auf der Unterseite haben wir hier einerseits ein Zitat von PTK. Nimm ein paar Filter und Effekte, sie kaschieren alle Fehler, aber wie lang leben diese Datenträger? Dann haben wir hier einen Barcode, PTK-Logo, Bombenprodukt, das Label und Distri, also Distributions, der Vertrieb bzw. der Shop, worüber diese Box hier erhältlich war. Ja, das auch noch kurz zur Info, diese Box gab es lediglich bei Distributions zu bestellen, also weder über Amazon noch über reguläre Händler, wirklich nur über Distributions. Gut, dann schauen wir mal hinein. So. Wir haben hier einmal die EP an sich, dann haben wir passend zum Albumcover, dort haben wir es ja bereits gesehen, eine Sprühschablone, dann ein Briefkuvert und Sticker. Eine Menge Sticker, 1, 2, 3, 4, 5 Sticker an der Zahl. Von innen sieht das Ganze so aus, glatt weiß. Packen wir mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit der EP an sich. So, wo öffnen wir das Ganze am besten? Hier. So. Gut, so sieht das Ganze aus. Also das ist dann das eigentliche Cover des Albums. Kein Mensch ist digital. Lesen wir hier, sieht so aus, als wäre das hier drauf gesprüht. Und dann haben wir hier PTK, der da gerade auf diesen, ja, was ist das, auf diesen Stufen, auf diesen Treppen hier steht, auf diesem Steinsteg. Und dann haben wir hier links so ein Gebüsch, sieht auf jeden Fall recht verlassen aus, wie so eine alte Industrielandschaft, irgendwie so bunkermäßig, also echt ein mächtiges Cover. Hier unten lesen wir dann noch PTK. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Kein Mensch ist digital, lesen wir hier. Und auf der Rückseite kommen wir dann zur Tracklist. Wir haben hier insgesamt 7 Tracks an der Zahl. Allesamt Solo Tracks, also kein einziges Feature mit dabei. Und wir haben von diesen 7 Solo Tracks, glaube ich, 2 bis jetzt gehört, beziehungsweise 2 gab es als Videoauskopplungen. Und zwar einmal Track Nummer 2. Hip-Hop war mal was mit Message und dann Track Nummer 5, Trick und Masche, der glaube ich direkt am 14. am Release Day veröffentlicht wurde. Gut, dann haben wir unten auch wieder Credits und einen Barcode. Und was mich besonders freut, wir sehen es hier, das Ganze ist durchnummeriert worden. Und zwar habe ich hier die Nummer 359. Wieso das? Diese EP bzw. das Album, also das, die Box wurde auf 1000 Stück limitiert. Und EP gibt es physisch wirklich nur in der Box. Bedeutet, so regulär nicht zu kaufen und sowohl die Box als auch natürlich dann die darin befindliche EP auf 1000 Stück limitiert. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir mal hinein. Also wir haben hier das Booklet. Einmal PTK hier abgebildet. Was lesen wir hier? Der virtuelle Raum. Moden, Trends, Fake News, Hetze, alles geht viral. Für alles gibt es eine App und die Cookies sagen dir, was du kaufen sollst. Konsum, bequem, passiv und das echte Leben zieht an dir vorbei. Kein Mensch ist digital, PTK. Ja, wahre Worte. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album, beziehungsweise ja, zu EP. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen, ist recht klein geschrieben. Also hier erfahren wir dann, wer produziert hat, gemixt, gemastert etc.
Dann kommen wir zu der CD. Die sieht so aus, in schwarz und weiß gehalten. PTK, kein Mensch ist digital, steht auch hier wieder. So sieht das aus. Und auf der Rückseite ein sehr wichtiger Satz: hört mehr PTK. Das kann ich echt jedem nur ans Herz legen. So, genug zu der EP. Wir kommen zu den Stickern. Also, wie gesagt, 5 Stück sind es ja. Wir haben hier einmal diesen Sticker, hört mir PTK, darunter kein Mensch ist digital. Also das ist das Design der Box, also das Boxcover. Dann haben wir einmal diesen hier, Nazis raus, PTK ist im Haus. Das dürfte wohl live bei einem Konzert aufgenommen worden sein. Dann einmal dieses hier, gegen Bonzen, PTK in schwarz und rot und Anti-Tourista. Also 5 Sticker, quadratisch und rechteckig in verschiedenen Formaten und Größen. Schöne Sache. Dann haben wir die Sprühschablone. Die ist ungewöhnlicherweise für eine Sprühschablone echt hochwertig, weil die ist, ja, kann man hier glaube ich halbwegs erkennen, echt ziemlich dick. Also normalerweise die Sprühschablonen sind ja mehr so dünne Pappe, Plastik, also recht anfällig, um irgendwie zu knicken oder um irgendwie kaputt zu gehen. Aber die ist echt, ich hoffe man hört das, recht stabil. Hört mehr PTK, kann man dann hier entsprechend an die Wände oder wo auch immer man möchte anbringen, drauf sprühen. Das kann auf jeden Fall was, gefällt mir richtig gut. Und jetzt kommen wir zu dem, neben der EP, zu dem Highlight der Box. Und zwar haben wir hier so ein Briefkuvert. Absender, Vorname, Nachname, Straße, Nummer und Postleitzahl. Das kommt daher, da das Ganze wirklich als Briefkuvert gedacht ist. Wir haben hier, das zeige ich euch jetzt nicht, aber wir haben hier dann auf der anderen Seite noch, also hier haben wir eben die Daten, die ihr dann eintragen sollt, aber wir haben dann auf der anderen Seite noch eine Adresse, an die das Ganze dann geschickt werden soll. Und zwar geht es darum, dass sich PTK passend zum Albumtitel etwas überlegt hat. Und zwar geht es darum, dass wir hier ein Briefpapier vorfinden in diesem Umschlag. Und hier haben wir eine Anleitung, was damit geschehen soll. Das Ganze hat den Grund, hier oben lesen wir, deine Message an PTK. Bedeutet, ihr habt hiermit die Möglichkeit, einen persönlichen Brief an PTK zu schreiben. Ihr habt hier dann auf der Rückseite viele, viele Zeilen, also so eine A4-Seite, die ihr füllen könnt mit euren Worten. Und falls das nicht ausreichen sollte, könnt ihr natürlich auch noch zusätzliche Zettel, zusätzliches Papier mit anhängen, wenn es wirklich länger werden sollte. Und von diesen 1000 Boxen sind dann eben auch 1000 Briefe dabei. Das heißt, maximal 1000 Briefe erreichen auf diesem Weg dann PTK. Und ihr habt dann hier die Möglichkeit, ihn ganz persönliche Sachen zu fragen, ihm irgendwelche Anekdoten zu erzählen, warum euch die Musik etwas bedeutet, was er vielleicht in Zukunft anders machen sollte, was auch immer euch irgendwie vorschwebt. Kritik, Verbesserung, Lob, egal was, ihr könnt es PTK schreiben. Und er hat versprochen, dass wirklich jeder dieser Briefe möglichst zeitnah, aber ja, nachdem es, wenn es jetzt wirklich 1000 werden sollten, wird das doch eine Zeit lang dauern, dass die alle auch wirklich persönlich von ihm handschriftlich beantwortet werden. Und zusätzlich dazu, das lesen wir hier noch, Verlosung: unter den Briefen, deren Fragen ich am originellsten fand, deren Nachricht mich am meisten berührt hat oder deren Inhalt einfach großen Eindruck bei mir hinterlässt, verlose ich außerdem ein Meet and Greet auf dem nächsten Konzert von mir in deiner Nähe. Ich bin gespannt auf deine Message, PTK. Also, das ist wirklich passend zum Albumtitel, kein Mensch ist digital. Das Ganze wird hier dann analog gemacht per Briefkuvert. Finde ich eine sehr starke Idee und hat es, glaube ich, so in der Form auch noch nie gegeben. Also, dass es ein Rapper angeboten hat. Wenn man sich mal überlegt, im Worst Case, sage ich mal, kommen jetzt wirklich 1000 Briefe auf den guten Mann zu. Mal längere, mal kürzere, aber alleine schon 1000 Sachen da durchzulesen und dann zu beantworten und zurück und alleine von der Logistik der ganze Aufwand, also nicht schlecht. Respekt davor auf jeden Fall. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Kuvert samt diesem vorgefertigten Briefpapier, also deine Message an PTK. Dann diese Sprühschablone hier aus Kunststoff, die ist recht dick, wie gesagt.
dann die 5 Sticker quadratisch und rechteckig, sowie natürlich die EP an sich im Jewel Case, kein Mensch ist digital. Und nachdem das Ganze über Distributions versandt wurde, bekommt man dann auch zusätzlich hier noch Flyer und diverse Sticker von Distributions, wie man das kennt. Aber das hat jetzt mit der eigentlichen Box nichts zu tun, das ist einfach nur eine Draufgabe von Distri. Der Boxinhalt ist das hier. Das alles in dieser wunderbaren Box. Kein Mensch ist digital von PTK. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser EP bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PTK unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.